Und somit, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Mit der schwersten Mission in diesem Spiel, man weiß es nicht, das Truck Depot. Ja. Man wird einfach random entdeckt. Ja, darum habe ich hier einfach mal, was muss ich jetzt sagen? Da habe ich jetzt wieder neu angefangen kurz. Wir haben schon einige Versuche uns nicht geschafft, aber vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Naja, mal gucken, Alter. So, ich hoffe. Jeden Fall müssen das Depot betreten, ohne entdeckt zu werden. Das ist schon mal ganz easy eigentlich. Ne? Also guck, das ist easy peasy. Der ist tot. Was denn? Ich dachte gerade kurz, der wäre nicht tot. Der wäre nur am Taumeln oder sowas. Nee. So, jetzt kommt der schwierige Teil, liebe Leute. Okay. Vielleicht sehen die uns da hinten, weil wir die nicht töten hier. Kann auch sein. Oh Gott. Wieso kann man eigentlich die Leichen nicht verstecken? Das fehlt echt ein bisschen. Oder vielleicht lass mal hier rumgehen vielleicht. Wir müssen jetzt nämlich das Dokument finden und daran scheitert es halt immer. Das stimmt. Warte mal, ich schicke mal eine Drohne. Oh Gott. Geh weg. Ja, oh. Alter. Das war echt knapp gerade. Okay, den können wir töten. Okay, doch nicht. Da hat drin jetzt irgendwo ein Dokument. Können wir nicht versuchen, mit der Drohne erstmal reinzufliegen und das Dokument so zu sehen? Ich glaube, die sehen auch die Drohne, ganz ehrlich. Die Gegner sind einfach OP. Tango 5. Ja. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich schick die auch mal hoch. Da ist das Dokument. Okay. Sieht nach Fahrplänen und Schmuggelrouten durch die Provinz aus. Ich hab's markiert, jetzt ist jetzt richtig markiert, das Dokument. Warte mal kurz, einer ist wieder am Escalaten, da blinkt ein Punkt schon wieder. Der hat irgendwie so ein Problem, ey. Mit sich selber. Ja. Hier ist der Flugplan für einen Kartellheli, der Nachschub liefert. Die Rebellen brauchen die Sachen. Holen wir ihn uns für sie. Mit dieser Info können wir uns ein für die Rebellen schnappen. Info. So. Das Dokument ist da hinten. Kann man da nicht links lang irgendwie? Doch, kann man. Kann man? Also jetzt sind wir ja hier wieder. Das ist halt im Büro, ne? Und ich glaube. Pass auf die Fenster auf. Ja. Hier ist das, ne? Ah, toll. Kann man da nicht irgendwie rein? Nee, von hier aus nicht, wir müssen halt so außen rumlaufen. Doch, da ist eine Tür, guck vor uns. Okay, warte mal kurz. Hier ist noch einer nicht markiert. Hier ist irgendwo noch einer nicht markiert gerade. Machen wir nochmal eine Aufklärung, wa? Was sagt die Aufklärung? Zwei oder was? Ja, zwei Stück in dem Raum. Wollen wir die schnell wegsnacken? Ja, müssen wir eigentlich, oder? Ja, also der und rechts, ne? Ja. Trau mich nicht. Schieß! Schieß! Tango getroffen. Okay, Achtung, jetzt ist der General da. Ja. Okay, oh, nice. Nimm das Dokument bitte. Fotografier das Dokument ab. Ich mach's. Oh, bitte. Warte, ich muss die noch durchsuchen. Ja, durchsuch sie doch nicht so lange. Jetzt fotografiere ich. Bitte, lass uns es geschafft haben. Bitte. Verlassen Sie das so. Oh Gott, unbemerkt. Einfach da, wo wir her sind. Okay. Dürfen die Leichen entdecken? Ja, ich hoffe mal, dass sie das jetzt nicht sehen. Wir rennen einfach so schnell wie möglich hier wieder weg. Weil einer bewegt sich da. Oh Gott, einer geht genau zu den Leichen jetzt. Gejagt. Ich glaub's nicht. Nein. Das gibt's doch einfach nicht. Das ist so eine Scheiße. Müssen die echt alle wegballern da drin, oder was? Ich baller die jetzt alle weg, mir reicht's. Dann würde ich einfach eine Ablenkungsgranate da auf die Straße werfen, dass die alle rausrennen und blöd gucken und dann. Ja, das ist doch auch dann. Dann werden wir auch entdeckt. Meinst du? Ja, wahrscheinlich. Jetzt dürfen wir wieder mit dem Truck reinfahren, Rico, ne? Naja. Ja. Okay, Planänderung. Wir töten jetzt einfach alle. Das gibt's nicht, Mann. Ich hab's noch gecallt, ne? Scheiße. Oh, er rennt genau zu den Leichen. Klugscheiße, Alter. Kacke. Aber von hinten war es gerade voll easy, ne? Ja, ne? Über das Dings. Ach, kommt eigentlich aufs selbe hinaus. Der Weg ist derselbe, das stimmt. Irgendwie, naja. Egal. Jetzt schaffen wir es aber, wirklich. Jetzt schaffen wir es am 10. Versuch. Müssen wir es langsam. Wir müssen Fahrzeuge des Kartells hinein, ohne sie zu durchsuchen. Das könnte hilfreich sein. Wir könnten zurück zur Straße ein Auto oder einen Truck entführen und damit reinfahren. Oh. Ich habe Kartelltrucks vor dem Depot gesehen. Los geht's. Let's go, Rico, Mann. Let's do this shit. Ja, man kann nämlich auch den Truck nehmen und dann quasi unentdeckt da reinfahren. Aber das ist halt die zweite Option. Eigentlich ja nicht schlecht, wenn man hier nicht 30 Minuten zu dem Truck laufen muss.
Steigt der jetzt ein, oder? Jetzt. Ja, letztes Mal wurde es ja entdeckt, obwohl wir hier drin waren, komischerweise. Okay, wenn wir Glück haben, lassen sie uns einfach so durch. Klar, vier Amis mit Kanonen und Akzent. Ist doch voll unauffällig. Das sagst du so. Mein Akzent ist perfekto. Wir sind echt am Arsch. Ich weiß noch, am Anfang, weißt du, ihr seid mega vorsichtig gefahren. Ja, es juckt mich gar nicht mehr. Beim First Try so. Ja. Ich dachte, es macht vielleicht einen Unterschied, wenn man langsam fährt oder so. Ja. Als wenn wir jetzt da reinrasen, weißt du. Hm? So, was rasen die da rein? Oh, das sind bestimmt Gegner. Stimmt. Lol. Fast getroffen, ne? Jetzt häng ich, jetzt muss ich hier rüberklären, oder? So. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich töte mal die hinten erst. Okay. Ich töte jetzt wirklich alles, mir reicht's wirklich jetzt. Mir ist der Geduldsfaden jetzt gerissen. Grüße gehen raus an den Geduldsfaden, der offensichtlich gerissen wurde. Vor dir ist ein Gegner. Ja. Ziel eliminiert. So, so. Warte, Aufklärung. Habt ihr ganz wichtig. Gegen die Gegend für, das ist einer mit Maschinenpistolen. Hab ein drittes Ziel. Da draußen? Kann man den holen? Nee, oder? Nimmst du den recht? Also ich würde den nehmen hier. Die 1. Kannst du schießen? Ja. Dann schieß. So. Oh, da hab ich was gesehen. So, und jetzt? Die 2 oder was? Ich sagen, wa? Ich kann's auch nicht sagen. Ja, nehmen wir. Die 2. Schaffst es? Tango getroffen. Was, warum gejagt? Wer macht das? Wer, wo denn? Was denn? Ich habe keine Ahnung. Oh, das geht mir so auf den Sacken. Dieses random bei irgendwas, irgendjemand, irgendein Partikeltext, du scheiß Ding, was sieht. Oh. Ey, ist das ein Kotz. Wer hat denn jetzt was gesehen, bitte? Ich habe keine Ahnung. Keiner wahrscheinlich. Das Game denkt sich einfach, komm, wir versauen ihnen den Spielspaß mit dieser Kackmission. Ja. Alter, das gibt's einfach nicht, Mann. Wir haben doch alles richtig gemacht. Oh, sollen wir die am Anfang auch noch töten hier direkt, oder was? Das glaube ich nicht. Wir waren ja schon echt gut dabei. Also wir machen das normal, wir gehen so rein, laufen außen rum und töten da drin die 2. Klauen das Dokument und killen alles, was sich der Leiche nähert. Ja, wie vorhin einfach, ne? Genau. Ah, ich würde am liebsten die Rebellen holen, Mann, aber das geht ja auch nicht. Lol, Rico, du faule Sau, ja. Mann. Vielleicht den direkt überfahren hier? Wahrscheinlich Mission gescheitert. Hat geklappt. Mission gescheitert. Müssen Sicario überfahren, das darf man nicht. Willst du mal fahren, oder was? Achso, ja. Mirko, fahr du, komm. Da hast du auch mal ein bisschen Abwechslung, weißt du? Ja. Und ich kann auch mal gespannt zugucken, wie das jetzt läuft hier. Genau, 2 Kurven fahren. Ja, es ist spannend, ja. Alter. Du denkst so die ganze Zeit, oh fuck, ich werde entdeckt. Okay. Truck Depot, let's go. Den da rechts direkt killen, ne? Nächstes Mal kill ich alle. Nicht gut. Aber die können es ja gar nicht sehen hier, dass wir da Leute killen. Überleg gerade, können wir über die Seite auch rein? Na, so lass links, bitte. Komm, einmal exploren, ja? Okay. Da hinten geht's zum Beispiel, warte. Ah, da hinten war noch so ein Drecksack, der hat das entdeckt, guck mal, die 2. Guck mal, da ist das Dokument. Ja, ich weiß, was machen wir jetzt? Achso, da stehen jetzt 2 Typen, sehe ich gar nicht, sehe ich jetzt erst. Der eine dreht sich um. Ja. Okay. Ah, ich weiß auch, warum wir entdeckt worden sind. Hier sind viel zu viele Gegner. 2 sind wahrscheinlich rausgegangen, hab's gesehen, weißt du, dass da einer liegt. Ja, stimmt. Kann man hier schon raus? Ja, klar. Sicher? Okay, wenn du es sagst. So, ich töte die 2 wie vorhin einfach mal easy peasy. Okay, dann gehen wir nochmal hier außen rum. Ach, jetzt war's so kack, ne? Okay. Ziel Nummer 2 da. Drittes Ziel da. Vor dir kommt einer raus. Ja, das ist kacke. Das heißt, wir müssen diese Leiche dauerhaft bewachen, da. Oder was? Das heißt, nicht wegsnacken. Doch, oder? Oder wir versuchen halt unbemerkt wirklich reinzukommen. Das geht nicht, Mann, oder? Weiß nicht. Ich glaube, es geht nicht. Wir waren vorhin von links, aber das war besser, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Kann man hier allerdings raus? Nee. Alter, ich steh ganz kurz vor dem Dokument hier, ne? Wenn der Typ jetzt, wenn wir den vorbeilassen, kommen wir hier rein in den Raum bei mir? Ah, verstehe, was du vorhast. Wenn der vorbeiläuft, können wir das Dokument holen und... Also. Lass du mich rein? Da kommt es, ach, oder? Ach, der läuft da raus? Warte, jetzt ist keiner drin. Echt nicht? Nee. Okay, dann macht das jetzt.
Mach es real, Rico. Duck dich aber. Der durchsucht die jetzt wieder ewig, ne? Das ist, wonach wir suchen. Okay, jetzt bin ich in Animation, jetzt kann ich nichts daran ändern, was jetzt passiert. Noch passt alles. Musst du was wegsnicken, wenn dich was nicht. Aber duck dich, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt draußen, duck dich aber. Wir haben die Fotos, die wir brauchen. Renn, komm, komm. Warte. Okay. Komm mit. Ja, ich komme. Oh mein Gott, ja, Rico, du bist der beste Mann. Ja, ohne zu töten. Bitte, komm mit. Ja. Das ist Stealth-Gameplay. Okay, das ist gut, das ist echt gut. Die zwei habe ich schon gekillt. Hier kann also nichts mehr passieren. Ich könnte eine Motorradklauen und über die Rampe abholen. Mein Schatz. Ja, guck mal da, die Rampe. Oh, komm, das machen wir jetzt. Also das müssen wir noch, das zwei. Muss ich noch machen, ja. Let's go. Müssen wir noch machen, komm, egal, was jetzt passiert, ne? Ab dafür. Jetzt hören sie Motorgeräusche. Mission gescheitert. Oh. Jawohl. Halleluja, Mann. Das war echt die schwerste Mission bisher. Alter, endlich hinter uns. Sehr schön. Okay. Alter. Boah, jetzt bin ich schön am Schwitzen hier. Das ist geil, ne? Gefällt dir wahrscheinlich, ne? Bin ich super. So, ich markiere mal schon die nächste. Hier drüben die? Warte mal, wo ist denn welche? Hier? Ja, genau. Okay. Beitreten. Okay. Wo ist denn das? Ach, da. Können wir eigentlich hinfahren mit dem Motorrad? Ist auch cool, oder? Genau. Und Anruf, Mensch. Ich habe einen Auftrag für Sie. Worum geht's? Die Daten aus dem Truck-Depot haben sich als Volltreffer erwiesen. Lieferpläne, Konvoirouten, das volle Programm. Laut Plan steht wieder ein Konvoi vor der Abfahrt, ein großer. Wir reden von über 4 Tonnen Stoff, der in den Trucks versteckt ist. Oh. Ich schicke Ihnen die Daten. Ziehen Sie ihn aus dem Verkehr. Verstanden. Okay. Wir das. Dürfen wir das jetzt wählen? Entweder machen den Konvoi oder den Bestatter. Was ist dir lieber? Da stören Sie die Kokainlieferung. Der Konvoi ist bei mir jetzt... Ja, wo ist denn der? Ach, so hinter uns ist der direkt. Na, aber erstmal müssen wir das hier vorne machen, ne, oder? Müssen wir nicht unbedingt, nein. Wir können auch den Konvoi erst machen. Achso, dann das, los. Okay, dann zum Konvoi. Zerstören Sie die Kokain... Ja, ist ja easy. Das geht 2 Sekunden. Hä, das geht 2 Sekunden? Die Mission müssen mich verarschen? Ich mach da kurz einen Granatwerfer rein und war's das, Rico. Lächerlich. Weißt du, erst so eine Mission, wo wir 80 Jahre brauchen, und dann kommt so eine Kacke. Ja. Ach, egal, Mann. Ich genieße das Spiel noch, bis es zu Ende ist. Zerstören Sie das Kokain? Was war hier, ne? Zerstört. Das ist ein empfindlicher Verlust für das Kartell. Dankeschön, Leute. Die Firma dankt. Okay, lass weitergehen. Alles klar. Lass die andere Mission da machen jetzt. Jawohl. Oh. Oh, shit. Kämpfen wir jetzt noch die ganze Zeit oder müssen wir... Na, okay, passt. Okay, finden Sie Carlos Guerrero, ohne entdeckt zu werden, Rico. Was halten Sie davon? Easy game, easy. Ja, wenn es nicht so verbuggt ist wie vorhin, dann wäre es ganz gut, ja. Wir brauchen nur 10, 15 Versuche, dann geht's. Wenn wir wissen, wie es geht. Easy. Und dann kommt tatsächlich schon nach der Mission der Boss. Oh, shit. Oh. Ja, wir müssen langsam, ne, aufpassen. Okay, ein Stück geht noch. Der geht noch. Oh. Geht noch ein Stück, oder? Er ist langsam nicht mehr, ne? Alter. Okay, let's go. Wir dachten, wir rushen die Map kurz, weißt du? Ja. Nix. Auf Spesen nix gewesen, ne? Oder so. Pustekuchen. Ah, das sieht ziemlich easy aus hier. Zwei oder was? Ich sehe Carlos. Der Typ da ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Ach, warte mal. Stopp. Wir müssen uns zurück und lassen uns zu seinem Bruder führen. Wir müssen ihn verfolgen. Hast du dein Motorrad noch? Ja, das ist da. Nee, aber ich hole schon eine Karre hier vorne. Ich nehme das Motorrad diesmal wieder. Müsste das Auto weg. Verfolgen Sie Carlos zu seinem Bruder Hernando, ohne entdeckt zu werden. Ja, machen wir kurz. Kacke, ich muss mal kurz hier mitfahren. Nee, dein Motorrad steht da noch. Ach, stimmt. Okay, wo fährt denn er jetzt hin? Achso, die Route. Wir werden ein bisschen abwarten, ne? Außerhalb hier. Welche Route fährt er? Ich glaube, der fährt in unsere Richtung, dann irgendwie rechts oder links dann. Oh ja. Oh, Unidad, Alter, willst du mich verarschen? Leg dich hin oder so. Alter. Boah. Also, man. Die Map ist echt nicht einfach. Nee, ich werde hier entdeckt, weil ich aufstehe. Ich auch. Oh Gott, runter. Entdeckt, ich lieg im Gebüsch, der entdeckt mich. Muss ich den jetzt töten? Der hat mich entdeckt. Ja, das war gerade echt lächerlich. Die Kerner, jetzt schnell weiter. Gut, das Ziel ist zu weit entfernt. Oh, wir müssen ein bisschen näher ran, sonst ist es RIP. Ja. Oh Gott. Echt jetzt?
Really? Ich muss auf die Straße, das ist mich zu langsam. So. Das sind 5 Sekunden. Okay, passt, passt, passt. Oh. Okay. Walter, Achtung, die Gegner rechts. Ja. Darfst du wieder nicht entdeckt werden. Man kommt dir nur Steine in den Weg gelegt. Oh, lol. Nein! Oh, Glück gehabt. Ich bin fast durch den Boden geglitscht. Okay, ich tucke hier ganz gechillt hinterher. Ja, ich auch. Okay, bisher ganz easy, die Map. Die Mission. Der bleibt stehen da vorne. Okay, okay. Interessanter Dude. Da steht so ein Unidad-Vogel. Das gibt's nicht. Aber dafür können wir hier vielleicht ein bisschen ab. Es sind viele Gegner, Achtung. Ja. Ich glaub, warte mal, vielleicht können wir rechts um die Stadt fahren. Ich glaube, der hält hier, glaube ich. Oh ja, hält er? Er hält hier. Verhören Sie Hernando. Dürfen wir jetzt entdeckt werden? Ja, ich glaube schon. Okay, dann gehe ich jetzt rein hier. Ja, die sind auch Zivilisten und so. Ich glaube, das passt. Alter, ist eine Geburt, ne? Ohne Witz. Das ist eine Geburt. So, ich loote erstmal ein bisschen für uns. Ja, dann in der nächsten Folge dann tatsächlich schon den Hauptboss dieser Map hier. Ging doch schneller als erwartet eigentlich. Naja. Boah, war easy. Ging rucki zucki. Das war nicht, aber... Ne? Alles klar. Wir haben es doch noch gut hinbekommen. So, lass den Typen mal hier verhören jetzt. Lass den Typen mal verhören. Nice. Ziel eliminiert. Okay. Wie wir halt trotzdem noch vorsichtig spielen, ne? Naja. Weil wir ein bisschen geschädigt sind jetzt. Ja, man muss ja nicht direkt entdeckt werden, ja. Und schon die Möglichkeit hat. Ja, finde ich auch. Ich bin jetzt vor ihm, aber er redet gerade mit. Ich komm mit. Ich kann mich hier noch verstecken. Wer sieht mich denn jetzt schon wieder? Ach, über mir ist auch einer. Oh, ich dachte, der rennt weg. Okay. Okay, hab alles. Alles safe. Ich verhöre? Ja, mach mal. Scheiße. Street. Wer? Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Hör, sprich nicht, Armando. Entweder du sagst mir, wo Reed steckt, oder El Sueño erfährt alles über deinen kleinen Menschenhändlerring. Keine Ahnung, wo Reed ist. Das Arschloch zeigt seine Fresse nur, wenn es eine Lieferung oder einen Notfall oder sowas gibt. Ich würde das als Notfall einstufen. Du nicht auch? Da ist dieser Code. Ich gebe ihn in den Laptop an der Landebahn ein. Sobald Reed das Signal empfängt, kommt er zum Flugfeld. Das war's. Er mit dem Code. Dann sag mir, wo die... Bowman, what? Wir haben die Guerrero-Brüder. Okay, nice. Raten Sie mal. Also, was haben Sie? Einen Code, um Reed auf ein Flugfeld in der Nähe zu locken. Wenn er auftaucht, erwarten wir ihn schon. Großartig. Großartig. Na, da freut sie sich, ne? Ja, den Reed holen wir aber in der nächsten Folge, liebe Leute. Danke fürs Vorbeischauen. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.